Heute gibt es Arroz Amarillo con Pollo. Gelber Reis mit etwas Hühnerfleisch. Ein Teil ihrer Grundnahrungsmittel wie Reis, Bohnen, Kartoffeln, Eier, Milch und Zucker erhalten die Kubaner nach wie vor pro Kopf und Monat über Lebensmittelkarten. Ebenso wie Fleisch. Er kann schon von 7 Pfund Reis leben. Das ist einfach nicht möglich. Wir müssen zusätzlich anbauen und außerhalb der zugeteilten Quote Reis und andere Dinge dazu kaufen. Wir müssen Gemüse anbauen und Tiere züchten, um überleben zu können. Für das Hühnerfleisch bereiten Lucy und Lorraine eine Marinade aus Knoblauch, Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und Limettensaft zu. Darin legen sie das Fleisch eine Stunde ein. Reisgerichte gibt es in vielen Variationen. Angebaut wird Reis im Westen Kubas. Die Produktion ist begrenzt, weil es auf der Insel zu wenig Süßwasser gibt. Daher müssen 60% des jährlichen Bedarfs importiert werden. Die gelbe Farbe bekommt der Reis nicht von Safran, wie andernorts üblich. Die beiden Köchinnen haben aber eine gute Alternative. Das hier nennt man Bihol. Es wird aus einer Pflanze namens Anatusstrauch gewonnen. Sie hat Kapseln mit kleinen Körnern. Die werden gemahlen, gekocht und geben dem Reis die Farbe. Der Reis wird zum Schluss dazugegeben und muss dann noch 20 Minuten köcheln. Achelio und seine Kollegen bereiten das Zuckerrohr für die Fabrik vor. Sie pflanzen es auch an und sorgen dafür, dass es gut wächst. Bis zu 2000 Pesos, rund 80 Euro im Monat, verdient ein Machetero während der 5 Monate dauernden Schnittzeit. Außerhalb der Ernte sind es nur 50 Euro. Kurz vor der Mittagspause, bei 35 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit, lassen langsam ihre Kräfte nach. Wenn man sich müde fühlt, nimmt man ein Stück Zuckerrohr. Man isst es und das Mattigkeitsgefühl nimmt ab. Dann fühlt man sich wieder stark. In der Feldkantine fehlt dem gelben Reis mit Huhn nur noch eins. Lucy gibt den Kreuzkümmel dazu. Meinst du jetzt? Ja, jetzt. Ich gebe ihn sonst erst dazu, wenn das Essen fertig gekocht ist. Sein Geschmack ist einmalig. Man kann alle Gerichte damit würzen. Ich benutze ihn gerne für jede Art von Gericht, das ich koche. Wenn du ihn erst dazu gibst, sobald der Reis fertig gekocht ist und du den Topf zudeckst, bekommt er einen besseren Geschmack, als wenn er noch auf dem Feuer steht. Als Dessert gibt es Fruta Bomba, in Zucker karamellisierte grüne Papaya. Eine wahrhafte Kalorienbombe. Die noch unreifen Früchte werden entkernt und in Stücke geschnitten. Es ist eine Nachspeise, die sich einfach zubereiten lässt. Übrigens nicht nur mit Papaya, sondern auch mit anderen Früchten. Mit Mango oder Orange. Man kann auch bittere Orange und Pampelmuse nehmen. Oder Maracuja. Und noch weitere Früchte. Zuerst kochen sie die harten Papaya-Stücke in Wasser, damit sie weich werden. Dann gießen sie das Wasser ab. Zum Schluss wird die Papaya mit braunem Zucker karamellisiert, der in der benachbarten Zuckerrohrfabrik hergestellt wird. Es ist gut. Zum Mittagessen kommen Achelio und sein Sohn José. Er arbeitet in der Zuckerrohrfabrik. Hallo, wie geht's den Köchinnen? Gut, und euch? Was bekommen wir heute zum Mittagessen? Was dir am besten schmeckt. Reis mit Huhn. Ah, wie lecker. Kommt, die Frauen zuerst. Hopp, hopp, hopp. Da
Damit die Macheteros auch satt werden, bekommen sie von Lucy und Lorraine zusätzlich gekochten Maniok und rote Beete. Den ersten Löffel seines Tellers gibt Achelio stets Lucy, damit sie ihn weiter so gut bekocht.